Die Briten stehen vor der wichtigsten Entscheidung ihrer jüngeren Geschichte. Die EU-Aktivistin Madeleine Kay aus Sheffield ist zu Studioaufnahmen nach London gekommen. Ihr musikalischer Brexit-Protest erlebt in diesen Wochen seine heißeste Phase. Die Sängerin hat ihren Job an den Nagel gehängt. Sie will nun eine Stimme für Europa sein. Mit Dave Rowntree von der Band Blur hat sie sich prominente Unterstützung geholt. Ich arbeite seit 2016 an Protestsongs. Ich kenne Dave von den Protestmärschen für ein zweites Referendum. Das hier ist einfach eine andere Art, wie Aktivisten zusammenkommen und eine Stimme finden. Ich spiele nur das Schlagzeug. Es ist Madeleines Song und ihr Projekt. Die beiden Musiker sehen sich auch als Briten, aber vor allem als Europäer. Wir verschaffen denjenigen, die sich für die EU einsetzen, immer noch zu wenig Gehör. Wir versuchen, den Brexit zu stoppen, ohne die EU überhaupt zu erwähnen. Das ist einfach lächerlich. Wir müssen um die Herzen der Menschen kämpfen, nicht um ihre Köpfe. Darum geht es in der Politik. Zur selben Zeit im politischen London. Während die Premierministerin mit der EU über weitere Zugeständnisse verhandelt, versammeln sich vor dem Parlamentsgebäude im Londoner Stadtteil Westminster wieder Brexit-Anhänger und Brexit-Gegner. Auch Madeleine Kay ist vor Ort. Das lockt skandierende Brexiteers an. Der Ton ist rauer geworden. Seit 2,5 Jahren komme ich her und spiele hier meine Songs. Erst in den letzten Monaten hat sich die Atmosphäre zunehmend vergiftet. Madeleine Kay stellt sich ihren Gegnern. Nur wenige Musiker würden dies wagen. Klar, eine große Menge hat für den Brexit gestimmt und unterstützt ihn. Das heißt, wenn du dich als Musiker dagegen stellst, vergraulst du auch viele Fans. Deshalb äußern sich viele Stars nicht dazu, auch wenn sie komplett gegen den Brexit sind. London. Ein kleiner Trupp EU-Anhänger. Madeleine Kay will an diesem Abend ein Zeichen setzen, auch für ihre europäischen Musikerkollegen. Mit einem Ende der Freizügigkeit wäre es einerseits schwieriger für britische Bands bekannter zu werden. Andererseits schadet es auch der Kreativindustrie in Großbritannien. Denn weniger EU-Musiker werden hierher kommen. Ich freue mich, dass ihr alle mit euren EU-Fahnen gekommen seid. Denn wir müssen zeigen, warum Europa für dieses Land so großartig ist. Der Abend verläuft ruhig. Diesmal stören keine Brexiteers Madeleine Kays Auftritt. Die
EU gewährt noch eine Fristverlängerung bis zum 31. Oktober. Am nächsten Tag in Düsseldorf. Für Madeleine Kay ist neben dem Brexit-Protest nun ein Projekt noch wichtiger: die anstehenden EU-Wahlen. Die ganze Welt lacht über das Vereinigte Königreich. Das ist mir so peinlich. Ich habe schon immer für die Europäische Union gekämpft und dafür, dass die Leute an der europäischen Demokratie teilnehmen. Das gilt für alle Mitgliedstaaten. Ein neues Referendum, ein harter Brexit im Oktober, ein geordneter Brexit schon vor der Sommerpause. Alles scheint noch möglich. Wie heißt es in dem Song Carry the News? An welche Erinnerung klammert ihr euch? In welcher Zeit bleibt ihr einfach stehen?